ich kann sagen, die Fotografie hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich bin sehr ein visueller Mensch und die Kamera hilft mir dabei, das auszudrücken, auch meinen Style auszudrücken, einfach zu zeigen, wie ich die Welt sehe. Ich habe das Kreative für mich erst sehr spät gefunden und mittlerweile ist wirklich die Kreativität für mich eine Sache, in der ich mich ausleben kann, in der ich meine Persönlichkeit sagen kann und es ist wirklich sehr wichtig für mich. Was ich an Fotografie liebe, ist Momente draußen mit den richtigen Leuten teilen, die Welt von einem neuen Blickwinkel entdecken und einfach die Emotionen festhalten in jedem Moment. Ich suche in einer Kamera, dass sie erstens mal leicht ist, dass ich sie super mit auf die Berge mitnehmen kann, aber auch einfach, dass sie gut mit mir mithalten kann. Für mich ist wichtig, dass eine Kamera intuitiv ist, dass ich mich voll darauf verlassen kann, dass ich nicht zu viel studieren muss und dass ich mich einfach voll am Kreativen widmen kann. Die Alpha 7 Mark IV erleichtert mir draussen im kreativen Prozess enorm viel. Dass ich farbendetailgetreu sehe, die Bedienung des Menüs ist einfach so viel vereinfacht worden, dass es einfach den ganzen Prozess um einiges verschnellert. Es ist einfach genial zum Brauchen. Für mich ist die A7 IV wirklich so mein neuer Go-To. Ich fotografiere natürlich sehr viel in der Natur, aber auch sehr viel kommerziell. Und ich denke, die kann sich da sehr vielfältig an meine Anforderungen anpassen. Die Kamera ist richtig schnell geworden. Ich sprich da vor allem den Autofokus an, der auf dem Level von der A1 zum Beispiel ist. Und da kann man sich einfach wirklich darauf verlassen, während dem Arbeiten, während dem Kids im Shooting, dass nachher der Fokus stimmt. Ein Feature, das mir sehr hilft an dieser Kamera, ist der Augenautofokus. Wir haben das auch getestet. Neu hat sie auch den Bird AF. Und also ich war wirklich erstaunt, wie das funktioniert hat, obwohl der Vogel schnell gekommen ist und wieder gegangen ist. Also es hat immer gesessen. Oh yes! Okay, der hat es richtig schnell getrackt. Schön. Ja, schön. Ja, aber schau, das ist wahnsinnig scharf. Das ist perfekt jetzt. War wirklich gut. Für mich eines der Highlights bei der neuen Kamera ist sicher das Flight Display. Es hilft enorm beim Fotografieren von der außergewöhnlichen Perspektiven. Richtig der Hammer für die Low-Angle-Aufnahme, das Flight Display. Also was ich super bei der A7 IV finde, ist, dass sich der mechanische Sensorverschluss automatisch schließt, wenn man die Kamera abschaltet. Man hat somit einfach immer einen schönen, sauberen Sensor, wenn man die Linsen wechselt, vor allem in der Natur, wenn es jetzt gerade schneit oder regnet. Für mich eine von den spannendsten Tageszeiten ist sicher Blue Hour oder wenn es ein bisschen dunkler wird, um die Kamera auszunehmen und zu fotografieren. Und ich liebe es, dass Sony auch einen grossen Fokus drauf legt, um die Technologie immer verbessern im Lowlight-Bereich. Speziell jetzt gerade auch Sony Alpha 7 Mark IV, wo in Lowlight super performt, scharfe Bilder rausgibt und nochmal besser geworden ist im Vergleich zu den Vorgängern. Und ich bin richtig überrascht. Die Alpha 7 Mark IV hat ja die Features drin, die auch Flagship-Kameras von Sony drin haben. Und das macht für mich als professioneller Landschaftsfotograf, aber auch im Bereich zum Beispiel Hochzeit oder Porträts, zu einer sehr spannenden Kamera. Und ich glaube aber nicht nur für mich, sondern auch für ganz viele andere Fotografen.